So, ein neuer Tag, Tag 2 auf der IFA. Wir machen uns jetzt gleich auf den Weg. Wir haben einen vollgepackten Terminkalender. Der Markus ist auch schon bereit. Morgen. Jetzt gucken wir mal, was im restlichen Haufen so los ist. Timo ist ja noch ganz spät von der Nothing Party wiedergekommen, um über zukünftige Kollaborationen zu sprechen. Der Jochen ist auch fertig. Spitze. Und was ist denn hier los? Im Puma-Käfig? Geht's auch gleich los. Klasse, dann müssen wir nur noch unseren Uber-Fahrer finden und abkriegen die Lucy. So. Ich habe einen unten hingelegt. Die Aufregung steigt hier. Soll ich jetzt die Verantwortung übernehmen für den Schlüssel? Du bist das Schlüsselkind. Klasse. So, wir sind jetzt vollzählig, einmal durchgezählt. Ja, Timo hat es auch rechtzeitig geschafft. Dann fahren wir jetzt heute ein letztes Mal zur Eva. Wir geben nochmal Vollgas. Wir haben Termine bei verschiedensten Herstellern. Der Name uns gerade nicht einfällt. Die wir jetzt noch nicht spoilern wollen. Tommy, doch am besten, glaube ich. Und Apple, ja, Apple, mehr dazu genau. später. So, da sind wir jetzt endlich angekommen. Die Kollegen machen sich fertig. Eine letzte Runde Deo, das Badge anziehen. Und dann gehen wir mal rein. Und werden wahrscheinlich erstmal im Media Center vorbeischauen, gucken, wer da schon wach ist. Die Gruppe ist wieder größer geworden. Auf der Suche nach Kaffee. Mit Mikro-Penis. Natürlich mit. So, du bist doch der Major Tech, oder? So sieht's aus. Jojo, servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Ja. Und was will es, kriegt ein Autogramm. Jojo, ich bin Jojo von Major Tech. Bruce Willis. Sehe ich aus wie Bruce Willis, wobei ja schon so ein bisschen so. Das ist gerade ein Crossover, was er hier macht. Und ja. was erwartet dich heute so? Klickt euch rein bitte bei majortech.de. Nee, warte mal, was? Ich habe nicht keine schon wieder. Webseite, oder? Klickt mich an auf YouTube, Majortech, und da erzähle ich alles Coole zu Qualcomm. Ich bin heute seit 3 Tagen für Qualcomm unterwegs und bin ihr neues Maskottchen demnächst. Also, stay ja, tuned. Danke, Jorma, dass du für uns Zeit genommen hast. Sehr gerne. Also, Leute. Und wer bist du? Ben Sauer bist du. Ben Fröhlich, bin ich von Chuki und Women's Health so. Super cool. Fröhlich, ich bin sauer. Und ja, ich bin fröhlich. Fröhlich, wenn dann müsste. Okay. Ben Bitter. Mein Name ist Ben Bitter. Okay, so viel Müll kann ich ins Video nicht aufnehmen. So, da wären wir wieder bei Anker. Wir haben gleich unseren Termin mit dem Robert und der Lisa. Und dann schauen wir uns mal in Ruhe nochmal den Anker-Stand an. Mit dabei ist wieder der Jorma und der Ben Fröhlich. Ben Bitter ist besser. Und jetzt ist ja hier alles schön sauber und ordentlich. So, das war jetzt der Anker-Termin. Goodie-Bags gab es natürlich auch wieder, wie sich das gehört. Oh Gott. Der schon wieder. Majortech.de. Majortech. Hör mal auf, ich krieg noch einen Copyright Strike von dir. Was geht ab, Leute? Lass den Bass knallen und checkt mich aus. So, jetzt sind wir bei Bissl bei der PK und Frühstück. Simon hat gute Jen kennengelernt. Sie hat man sich das auch mal kennen. Da gibt es ein paar Snacks. Und ansonsten. Den Spaß für zu Hause, wie man ihn kennt. Für trocken und für feucht. Ich habe so einen Ding auch mal gehabt. War mir zu schwer. Insbesondere mit Kabel. Aber es gibt ja Leute, die haben Spaß damit. Schauen wir mal, was heute so vorgestellt wird. So, als nächstes sind wir jetzt bei Reolink. Hier gibt es gleich eine Pressekonferenz. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Was Neues. So, hier haben wir noch ein paar nette Kameras, für die, die es ganz sicher haben wollen. Und Markus, schon eine Reolink-Kamera im Einsatz? Nö. Ne? Noch nicht. Das müssen wir dann bald ändern. Das da unten ist die Argus 4 Pro. Und wenn man doch ein paar mehr, gibt es da auch noch so NVRs. Wenn du dann Sicherheitsraum zu Hause einrichten willst. So,
anspringen. Es geht weiter. Das Pressecenter ist leer getrunken. Das heißt, wir suchen uns jetzt den nächsten Stand. Nächster Halt, Ugreen. Da wird super, habe ich gehört. Da gibt es auf jeden Fall lecker Ladegeräte. Lecker Ladegeräte. Schmackhafte, nasse Geräte. Und Kabelsalat. So, jetzt rede ich mal ganz normal und jetzt gucken wir mal, wie sich das anhört. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen darüber, ob sich das jetzt hier irgendwie anders anhört. Und jetzt höre ich gerade einfach mal auf. So, das war's jetzt. Wir waren... So, das war's jetzt vom Ugreen-Stand. Falls ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch die Videos zu den einzelnen Produkten, die ich schon mal getestet habe. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag und bis demnächst. Ciao, ciao. So, das war unser Termin bei Ugreen. Jetzt besorgen wir dem guten Jojo was zu essen, weil er ist schon kurz vorm Kollabieren. Hat es hier vollkommen verausgabt. Unterzuckert und unter. Ja, Haut und Knochen nur noch. Und jetzt werden wir uns gleich über die schönen Messepreise freuen und das leckere Essen. Wenn ihr mehr Foodblogs sehen wollt, Hashtag Buderlandfood. So, auch Influencer und Presse müssen mal Pause machen. Und so sieht es dann aus. Jojos Zuckerspiegel geht's auch wieder besser. Viel besser. Ja, da kann er jetzt nochmal Vollgas geben für den restlichen halben Tag. Und Timo, worauf freust du dich heute noch so? Ja, das Essen heute Abend. Ja? Österreichische Schnitzel. Ja. Das wird super. Schnitzel Wiener Art. Ja, ich fokussiere mich auf den Kaiserschmarrn. Schauen wir mal. So, Mittagspause ist vorbei, jetzt wird wieder was geschafft. Nächster Halt Nawal. Gucken wir uns mal einen netten Saugroboter, Wischroboter an. Und dann haben wir auch noch eine Halbzeit hier, was unser Programm angeht. Das Nawal-Video gibt es nochmal separat dann, wenn ich es irgendwann mal geschnitten habe. Moin Leute, wir sind hier in Halle 71B. Hinter mir seht ihr den Nawal-Stand. Wer Nawal nicht kennt, ich habe ja schon den Nawal Freo, den Saug-Wischroboter getestet. Und das ist der Stand von denen auf der IFA. Und gerade heute wurde der neue Freo Ultra vorgestellt und den werden wir uns heute mal ein bisschen aus der Nähe anschauen, weil es hier ganz viel fleißige Teststationen und Live-Demo-Stationen gibt. So, der Timo will jetzt noch zu X-Jimmy sich ein paar Beamer anschauen und wir waren jetzt gerade bei Maxisand und ich war noch bei Homematic. Und bei Homematic, hast ja dein großes Projekt am Start und jetzt suchen wir uns mal den nächsten Biergarten und chillen hier mal ein bisschen. So, und so sieht es aus, wenn Leute ganz hart am Arbeiten sind. Da teste ich vielleicht auch nochmal, da habe ich richtig Lust drauf. Der Bodyfriend. So, wir hatten uns gerade eine kurze Pause im Biergarten gegönnt, wenn man das überhaupt noch Biergarten nennen kann, weil leider die Hälfte oder der ganze fucking Sommergarten für das Konzert gesperrt ist. Aber gut, jetzt dackeln wir wieder an den Mülltonnen entlang, statt durch den schönen Park. Und gehen wir so in die nächste Halle, gucken, was da noch so los ist. Und wir haben es doch noch zu live geschafft. Wenn ihr Zahnbürsten mögt, dann könnten die Live-Zahnbürsten was für euch sein. Sobald ich sie getestet habe, gibt es mehr Infos dazu. So, da waren wir jetzt gerade auf der Live-Pressekonferenz. Spitzen, Titanium, Zahnbürsten und... Föhns. Und da ist der Timo, wo auch immer der hat Popcorn. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Und wo wollen wir eigentlich gerade hin? Egal, wir laufen mal zum Timo. Timo, wie war's denn bei X-Jimmy? Gab's da Popcorn? Ja. Klasse. Wo ist der Beamer? Kostenlos. Boah, du hattest einen Job. So, damit beenden wir diese Aufnahme und sehen uns gleich beim nächsten Start. Und hier sind wir wieder beim Männerspielzeug und ich liebe es jetzt schon. Wie in der Rennstrecke. So, jetzt sind wir gerade bei Alpa. Und wie das standesgemäß für alle YouTuber ist, alle haben wir natürlich einen Pool und brauchen natürlich einen passenden Pool-Saugroboter. Und das ist das neueste Modell. Der Scuba, ich glaube S1 Pro war das und noch besser, noch smarter und soll als nächstes demnächst sogar mit einer Boje kommen. Es bleibt spannend, ob ich das selber mal demnächst testen werde. So, wir sind jetzt fertig. Yo, 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 willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Jorma. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem neuen Video. Was sagt er noch?
Wer ist das? Joma von GQ. Ja, aber wir sind mich jetzt fertig. Nicht, dass er sauer wird. Fertig. Jetzt geht der Abend erst so richtig fick los. Fick und fertig. Oder Anker. So, damit. Wir haben es geschafft. Wir haben es rausgeschafft. Damit beenden wir das Kapitel IFA für dieses Jahr. Jetzt haben wir noch einmal die Anker-Abschlussparty und oder vielleicht noch Orna. Und dann war es aber auch wirklich genug, ne? Ich habe eine Frage. Wer ist dann immer dieser Jorma Sauer? Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Der ist uns einfach zugelaufen, gell? Ja. Macht's gut.